Also ob ich das glorreich gewinne, da habe ich echt noch so meine Zweifel, aber wir werden es erleben. Jetzt wollen sie das Ding kaputt machen, weil das die Artillerie angreift. Aber sie wissen wohl nicht, dass dann dahinter schon eine ganze ganze Division sozusagen steht, die dann sowieso die Artillerie nächste Runde kaputt machen wird. Okay, ja gut, sie haben sich jetzt wieder ein bisschen nach vorne gewagt. Das ist mir ehrlich gesagt lieber, als wenn die sich jetzt da hinten irgendwo einigeln, weil so erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich den viel kaputt machen kann. So. Zieht er sich auch noch zurück? Unfassbar. Okay, aber so langsam aber sicher geht immer mehr vom Feind flöten. Von mir zwar auch, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ein bisschen Schwund ist halt immer dabei. So, und das Drecksding will ich jetzt endlich kaputt machen. Leider ist die Artillerie leer. Das ist nicht schön. Ach, endlich. Mein Gott. So, das Ding kommt nirgendwo hin. Kann sich das Ding nicht auspacken auf der Furt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, was passiert hier? Das ist der super, genau, das sind die super erfahrenen Regulars. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Das Ding opfere ich jetzt, damit ich hier mal ein bisschen einen Überblick kriege. Achso, das geht nicht. Komme ich nicht hin. Was würde denn der gegen den sagen? 2-0. Quatsch, stehen wollte ich. So, das Ding kann ich jetzt natürlich mal ranschaffen. Das ist dann vielleicht auch ganz effektiv. Gut, und ansonsten machen wir hier mal weiter. Ich habe ein bisschen wenig Übersicht über die ganze Lage. Das ist ein bisschen besorgniserregend.
ein bisschen arg besorgniserregend. Okay, wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier loslegen. Die auch noch ausgezeichnet. Das ist ja wohl jetzt echt ein schlechter Scherz, ey. So, zack. Durchbruch. Der ist offensichtlich leer. Der hatte schon offensichtlich. So, nächstes Ziel, die Stabseinheit schrotten. Oh, da ist leider eine Einheit mitten auf dem Weg. Ach, du und deine Ruck Defense da immer. Jetzt nirgendwo hin. Okay. Oh, der ist leer. Das ist natürlich ärgerlich. Weiter dabei, hier eine Linie aufzubauen. Okay, so zack, der fährt mal dahin. Die Engineers droppen mal. Hier können wir noch die ganzen Nachzügler hinterher schicken. Da haben wir noch ein bisschen mehr Einheiten. Also alles in allem sieht das ja ganz gut aus, läuft wesentlich besser, also es war die beste Idee, glaube ich, dass ich im Norden und im Süden da nicht volle Kanne angegriffen habe, weil ich jetzt halt noch jede Menge Einheiten habe, die vollkommen ausgeruht sind. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So. 5-4. Okay, das lassen wir lieber. Das ist ein bisschen arg brutal. Okay, next round. 10 Runden noch. Also, das ist jetzt auch nicht mehr allzu viel. Okay. Machen sie jetzt leider kaputt. Die sind schon alle relativ erfahren. Das ist echt alles nicht so schön. Oh, ja böse. Da haben sie mir irgendwas... Was habe ich denn da auch hingestellt, sag mal? Wie blöd war ich denn da? Da muss ich jetzt gleich nochmal laden. Was habe ich denn da aus Versehen hingefahren? Eine MG oder was? Muss mich aber verklickt haben. Nee, das läuft so nicht. Load Game. Autosave. So. Was habe ich da bitteschön hingefahren? Packtransport. MG.
Wenigstens ein bisschen konnte ich so schwächen. Bisschen ist besser als nichts. So. Okay, nächster Versuch. Ich hoffe, jetzt läuft es besser. Das war frech. Ah, die scheiß Adlerie. Ja, böse. Ah, so ein Gesocks, ey. Ja, das geht aber nicht. Das geht nicht, dass sie mir das kaputt machen. Das ist jetzt nicht möglich. Das war natürlich doof. Ja, gut. Da muss ich jetzt gleich das Safe Game frisieren. Das geht nicht anders. Weil das lasse ich nicht mit mir machen, dass sie mir eine Kerneinheit schrotten. Das geht nicht. Und ich sehe das auch nicht ein, dass ich das jetzt hier 100.000 Mal machen soll. Also, safe game. Nein. Oh. Hoffentlich. Hoffentlich. 16:05, ja. Mein Gott, das wollte ich. Ja gut, dann könnt ihr jetzt sehen, wie man ein safe game frisiert. Das geht dann jetzt halt nicht anders. Mann! Scheiße, ey. Das nervt echt. Da hab ich nicht aufgepasst. Ja. Load Game. Load Campaign. Wie war das nochmal so? Genau hier. Nein, nicht Szenario, Spielstand wollte ich laden. Da, das ist das. Nein. Hä? Mein Gott. Ach, ich bin blöd. Ich bin hier auch bei einem ganz anderen. Ich habe gestern mal die E-Files ein bisschen durchgesehen und deswegen war ich jetzt gerade bei einem ganz anderen E-File. Das war der Grund. Komm hier, Long Journey to Freedom. Und dann laden wir mal den Spielstand. Dann laden wir das hier. Und dann machen wir einfach diese komische Dinges jetzt mal. Erstmal auf 15 tun wir die jetzt mal bringen. Strange, ich glaube, ich muss schon 20 nehmen, weil da stehen zwei Infanterieeinheiten dran und dann noch die dicke Kanone. Das wird sonst nichts. So, Load Game. Das ist das hier. So, und jetzt müsste es eigentlich 20 haben. Jawohl, hat sie. Gut, also nochmal ein neuer Versuch. Ja, es ist natürlich ärgerlich. Jetzt werden sich bestimmt die einen oder anderen darüber erbosen, dass ich das jetzt hier gemacht habe und dass ich, was weiß ich, dass man das eigentlich nicht macht. Aber da kann ich eigentlich nur sagen, you can suck my dick. Die Kampagne, also die Kampagne nicht, aber das Szenario ist einfach viel zu lang, als dass ich das jetzt nochmal deswegen neu starten würde. Da muss ich sagen, das ist dann einfach nicht drin, vor allen Dingen nicht als Let's Play. Das machen sie trotzdem kaputt. Muss ich auf 30 oder 40 oder so stellen, damit das Ding mal überlebt. Das könnt ihr vergessen. Das lasse ich mir nicht kaputt machen. Das ist doch scheiße.
Das ist doch wirklich einfach nur scheiße, ey. So. Also, machen wir es auf. Machen wir aber auf 35. So. Tschüss. Save. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht, sondern ich wollte das andere Ding. Load Game. Da muss ich andauernd diesen Dreckszug nochmal spielen. Das macht überhaupt keinen Spaß, ey. Und ich bin halt auch überhaupt kein Freund davon, dass ich jetzt irgendwie irgendeinen Speicherstand da oder dass ich nach jeder Runde speichere. Ich meine, das weiß ich, dass ich das eigentlich machen müsste. Aber es macht mir halt auch überhaupt keinen Spaß, so zu spielen. Und deswegen ist die einzige Option, die mir bleibt, im Endeffekt, dass ich solche Sachen dann mache, wenn Restart nicht hilft. Oder Reload besser gesagt. Ein Restart mache ich ja nicht. Das ist ja vollkommen utopisch. Ja, da hatte ich einfach nicht aufgepasst. Das war dumm. So, und hier habe ich jetzt echt langsam die Schnauze voll, aber sowas von. Das Ding, das kommt irgendwie überhaupt nicht hier zu Potte. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich hatte die Auszeichnung nicht gesehen, hatte jetzt gerade gedacht, haben sie mir das kaputt gemacht? Das kann ja wohl nicht sein, solche Arschlöcher. Aber zum Glück doch nicht. Und wieso kann da keiner hinlaufen? Muss das sein? So, okay, so sieht das jetzt aus. Der hat jetzt noch, wie viel hat der jetzt noch? 3 von 10. Also schnell zurück hier. Gut, dann werden wir jetzt erstmal die ganzen angeschlagenen Einheiten hier an dieser komischen Frontlinie da opfern. Das Ding ist leer, das kann ich jetzt nicht opfern. Na toll, und er kann sich da nicht vernünftig aufstellen auf dem scheiß Gelände. Ich bin begeistert. Gut, nächstes Ziel hier diese komische Kommandoeinheit kaputt machen. Das war jetzt nicht so klug. Oh, 3-1, ey. Ah, das ist aber ein bisschen arg übertrieben, ey. Wie die sich da wehren. So, ja, aber so langsam aber sicher kriegen wir eins nach dem anderen hier geschrottet. Das ist doch schon mal sehr nett.
Zack. Oh, 3-0. Das ist aber ein bisschen arg heftig. Machen wir erstmal hier unten weiter. Ich glaube, das ist etwas einfacher, alles in allem. So, ich habe keine Ahnung, wo hier alles Feinde sind, aber das werden wir sicherlich herausbekommen. Ruck Defense, unfassbar. Gut, aber hier an den Flanken haben wir jede Menge volle Einheiten. Das ist doch schön. Sechs zu sieben, ey. WTF. Der angreifen könnte. 2-0, ey. Ho, 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 ho. So, dann machen wir das halt so. Der hat auch fast volle Munition. Da könnte der eine von beiden Adlerien angreifen. Aber ich mache das echt ungern. Ich habe Angst um die Einheit. Ich habe solche höllische Angst um die Einheit. Ich könnte aber eigentlich auch hier einfach irgendeine Einheit sozusagen an Land gehen lassen. Sieht das vielleicht etwas anders aus. So, du greifst da jetzt mal an. Also ich muss sagen, das Szenario finde ich echt ziemlich schwierig. Vielleicht auch daran liegen, dass meine Konzentration im Laufe des Szenarios nachlässt und ich dann solche dummen Fehler mache, dass ich mir das Leben damit selber schwer mache, aber naja, so ist das halt. Okay. Das geht nicht. So, das können wir noch machen und das können wir noch machen und dann war's das. Oh, 4-0. WTF. So, 9 Züge noch. Es bleibt spannend. Der nimmt dem 4 ab. Das ist doch ein Scherz. Das ist ein Scherz. Woher soll man das denn wissen, dass der so geisteskrank ist und dem 4 abnimmt? Unfassbar. Also das macht, also das Szenario macht echt überhaupt keinen Spaß. Sorry, aber das macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Ja, komm, das könnt ihr vergessen, das könnt ihr vergessen. Das wird gleich nochmal neu geladen. Kommt hier, beendet den Scheißdreck. Ich will diesen Dreckszug nicht.
Den könnt ihr euch in den Arsch stecken, diesen Fotzenzug. Das ist einfach viel zu übertrieben. Das macht keinen Spaß. Es macht überhaupt keinen Spaß, das Szenario. Wenn die solche Drecksglückstreffer da haben. Die ist vollkommen erfahren. Und das Ding hat gerade mal 3 Erfahrungsbalken. Das ist ein Witz einfach nur. Darf ich gleich nochmal loslegen hier? Nochmal hier eine Einheit hier. Weil ich habe auch keine Lust, das jetzt ewig und 3 Tage immer wieder neu zu laden. Und das zieht das Szenario nur unnötig in die Länge. So, die werden jetzt auf 15 gepimpt und dann ist gut. Was soll ich auch dagegen machen? Was soll ich dagegen machen? Also erzählt mir das mal. Ich kann dagegen auch nichts machen. Hätte ich das jetzt gespeichert gehabt? Ich hoffe ja. Nee, hatte ich nicht gespeichert. Ich lach mich gleich mal tot. Mein Gott! Dummes Drecksding. So. Ich hoffe, jetzt überlebt er die ganze Scheiße. Und dann gucken wir jetzt mal, was jetzt passiert. Hartnäckige Verteidigung, auch nicht schlecht. Den machen die trotzdem kaputt, oder was? So, jetzt ist hier Feierabend. Ah, der ist leer, muss das sein? Diese ganzen Arschgeburten jetzt endlich mal hier weich kochen. So, Texas Bait. Ach ja. Das Szenario dauert nicht nur lange, es ist einfach auch nur nervig. Jetzt machen die Ruck Defense. Jetzt ist es immer genau andersrum.
schon. Offensichtlich hatten sie schon. Okay, also eigentlich würde ich da ganz gerne durchbrechen. Nehmen wir erstmal den hier. Ein bisschen hier vorzuweichen. Dann den. So, oh, der macht aber ziemlich häufig Rug Defense, das finde ich aber nicht so nett. Könnte ruhig mal ein bisschen weniger machen. Das Ding ist leer, das ist schade. So, der kann noch mal schießen. So, der ist kaputt. Das ist schon mal gut. Oh, Rug Defense ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Okay, so. Dann können die sich hier auch schon mal Richtung Süden bewegen, Richtung Südwesten. Ja, also das Hauptproblem bei diesem Szenario ist wirklich eindeutig, dass man sich überhaupt nicht vernünftig bewegen kann. Es sind einfach zu viele Einheiten auf der Karte. Für meinen Geschmack. Na, mein Gott. Drei, eins, zwei, also okay, die können da nur angreifen, aber das können wir auch mal machen. So, okay. Also im Westen sieht es jetzt etwas besser aus. Da bin ich eigentlich relativ zufrieden mit der Situation, aber naja. Ich sollte vielleicht auch einfach hier ein paar Einheiten noch in die Mitte rüber schicken. Weil da ist jetzt gerade eher Not am Mann. Ja, die kommen da nicht so richtig hin. Staut sich da natürlich alles. Ja, die KI hier ist natürlich auch so klug, dass sie sich auch wirklich die Dingeseinheiten aussucht. Die Einheiten des menschlichen Spielers. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Hoffentlich machen sie nicht die andere Heavy Cavalry kalt. Aber mit irgendeinem muss man auch mal irgendwie hier vorrücken. Das geht ja sonst nicht. Alles in allem. Puh, was sie da für Artillerie-Gedönse haben.
Das ist doch wirklich abartig, ey. Gut, wenn sie mir da die Einheiten da kaputt machen, kann mir das eigentlich relativ schnuppe sein. Die Hilfstruppen können sie gern kaputt machen. Alles andere ist nicht so schön. Der ist leer. Dann schnappen wir uns den mal. Oh, der ist jetzt für den Feind leider Gottes leer. Sind denn hier sind die Engineers. Jetzt kommt da keiner ran. Das ist doch scheiße, ey. Das ist doch wirklich einfach nur Hühnerkacke. So, dann machen wir jetzt hier mal einen Angriff. Das geht alles nicht. Alles sehr unbefriedigend, muss ich schon sagen. Eigentlich nicht. So. Und so. Das sollte ich, glaube ich, lieber unterlassen. Da sind mir ein bisschen zu viele Einheiten noch auf einem Haufen. Das ist gefährlich. So. Kommt da überhaupt nicht irgendwo hin, die komische Adlerie da unten. Ach ja, na gut. Das Ding ist leider leer. Das Ding ist auch leer, unfassbar.
Kann der da den überrollen? Zum Glück kann er das. Und wieder zurück. So, okay. Dann geht's mit dem hier weiter. Ja, das Hauptproblem ist jetzt wirklich, dass die Einheiten irgendwie hier durchkommen, die ich brauchen kann. Ich habe natürlich wirklich ein bisschen arg wenig Einheiten, die jetzt gut gegen Bunker und sowas sind, gegen Force. Das ist ein bisschen ärgerlich. Gut, nächste Runde. 7 Runden haben wir noch, also vielleicht waren wir auch einfach ein bisschen zu voreilig. Aber in meinem Testdurchlauf ist es halt so gewesen, dass ich halt überhaupt nicht zurechtgekommen bin und das, glaube ich, erst im zweitletzten Zug überhaupt oder so geschafft habe. Und deswegen wollte ich jetzt halt gerade etwas aggressiver vorgehen, aber vielleicht war das auch einfach zu aggressiv alles. Okay, schlechtes Wetter ist alles scheiße. So, der ist leider noch nicht ganz leer. Das ist ärgerlich. Wieso wird da jetzt nichts mehr angezeigt? Hä? Jetzt hat sie Stärke 9. Keine Ahnung. So, ja böse, ich krieg's immer noch nicht kaputt. Das ist doch wirklich mehr als nervig, ey. Zack. Hab ich hier die Schnauze voll. Das ist keine gute Idee. Okay, wir können ja mal gucken, dass wir die Artillerie vielleicht ein bisschen näher ranholen. Die könnten wir ja eigentlich ganz gut gebrauchen. Das Ding ist leer. Das Ding ist auch leer. WTF. So. 4-3 ist auch keine optimale Idee. Dann machen wir das so.
Also langsam wird es echt ermüdend. Das Szenario dauert ewig. Und ihr merkt auch, dass ich immer stiller werde, weil es echt anstrengend ist. US Reculus. Scheiße, jetzt habe ich keine Einheiten mehr, die ich da hinstellen kann. Doch, den. So. Gut, dann greifen wir jetzt hier mal ein bisschen an. Das Ding ist leider leer. Schade. Combat Support, ja. Deine Mutter hat auch Combat Support gemacht, ey. Unfassbar. Der ist leer. Der kann jetzt nicht dahin laufen. Ich fass es nicht. Was kannst du überhaupt? Wo kannst du überhaupt hinlaufen, ey? Nirgendwo. Hier staut sich einfach nur alles, ey. Ohne Sinn und Verstand staut sich einfach nur alles. Okay, ja. So, der könnte eigentlich, aber das mache ich dann nächste Runde. Der hat auch kein Support Fire, das heißt, der geht dahin. Und ja. Ah, hier haben wir noch Artillerie, genau. Artillerie und Geierie. So, 6 Züge, ja, es wird aber trotzdem ein bisschen knapp werden, also da ist ja noch einiges, was wir hier kaputt machen müssen. Bin ich echt mal gespannt. Ich habe auch manchmal Probleme, dem Kampfgeschehen hier ein bisschen zu folgen. Das ist nicht so schön. So, jetzt reicht's mir. Zack, erstmal geht's hier dem an den Kragen. Dann machen wir jetzt hier den scheiß Support-Fire-Heini kaputt. Dann geht's hier diesen komischen Gedöns an den Kragen. So, das Ding ist jetzt schon mal leer, das ist gut. Da kommt keiner hin. Das ist nicht so gut. Das ist leider leer. Böse, die immer mit ihrer Ruck-Defense, ey, unfassbar. Hm.
da mal drauf? Keine Ahnung. Ist, glaube ich, eh Jacke wie Hose. Das war jetzt auch ein bisschen arg heftig, was ich da gemacht habe. Ruck Defense, die Einser-Einheit. Unfassbar, ey. Es wird echt immer lustiger hier. Combat Support. Jetzt ist hier erstmal Feierabend mit Combat Support, aber so was von. So, dann machen wir jetzt hier mal alles kaputt. So. Okay. Zack, überrollt. Oh. Da ist das andere Drecksding. Oh, das könnte ich jetzt eigentlich hier mal mit. Wie heißt der? Smiley? Ah, nee, Steel. Was habe ich denn da gerade gelesen? Smiley. So, Heavy Cavalry, zack, überrollt. Die kommen jetzt alle leider nicht mehr richtig daran. Aber den hier können wir auf jeden Fall noch kaputt kriegen, denke ich mal. Das geht noch irgendwie. Oder auch nicht. Kommt da leider keiner ran. Doch der. Der aber auch nicht gebacken kriegt. WTF, ey. Also, um das glorreich zu schaffen, glaube ich, man muss da wirklich schon ziemlich forsch vorgehen. Gut, ich meine, allzu lange dauert es jetzt auch nicht mehr, aber trotzdem. Trotzdem sehr, sehr unzufrieden, sehr, sehr unbefriedigend alles hier, alles in allem. Okay, ja, aber ich denke mal, in ein paar Runden ist das Ganze hier erledigt. Allzu viel fehlt da jetzt nicht mehr. So, die haben auch freundlicherweise keinen Angriff unternommen. Das ist sehr nett.
leer. Ich fasse es nicht. Der ist leider, hat leider keine Munition mehr. Der auch. Der auch. Der kann noch da eingreifen. So, okay. Also das sieht doch eigentlich ganz gut jetzt aus. Im Westen fehlt jetzt nur noch ein Hex und dann ist alles eingenommen. Gut, dann gucken wir jetzt mal im Osten weiter. Machen wir erstmal wieder unser Spielchen, dass wir die ganzen angeschlagenen Einheiten opfern. Aber leider gehen die nur nicht drauf, das ist problematisch. Ich wusste, dass die eine Rug Defense machen werden. Komme ich da leider nirgendwo hin? Ach ja. Du bist jetzt mal ganz still, mein Freund. So, zack. 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 Oh, das Ding ist leer. Da nicht hin. Boah, also das Szenario ist echt heftig. Das war leer, ja. Genau. So, ja, hier sind wir jetzt durchgebrochen, dann geht es hier knallhart weiter. Überrollt. Okay, dann können wir schon mal hier diese Hexe angreifen. Da ist auch nochmal Heavy Kavallerie. Und hier ist noch mal eine. Ja, also so langsam, aber sicher sieht es so aus, als ob ich das tatsächlich glorreich schaffen sollte. Wobei ich natürlich gestehe, dass da einiges an Betrügerei mit im Spiel war. Aber wie gesagt, das Szenario ist für mich auch einfach viel, viel zu lang, als dass ich das jetzt irgendwie hier mit dem Restart machen würde. Das ist ja Wahnsinn.
Ach, die hatten schon alle. Oh, das ist nicht gut. Den sollte ich da mal wegziehen. Ja, gut. Ja, es gelingt ihnen immer mal wieder, irgendwelche Einheiten zu schrotten von mir. Aber das sei ihnen auch gegönnt. Solange es nur irgendwelche Hilfstruppen sind, ist mir das relativ schnuppe. Ich meine, solche Massenschlachten ohne eigene Verluste, das dürfte ja sowieso so gut wie unmöglich sein. Scheiße, der ist leer, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, 5 Uhr haben wir es gleich. Das ist auch nicht gut. So. Okay. Den muss ich da jetzt noch irgendwie wegkriegen. Und dann noch das Hex irgendwie einnehmen und auf der westlichen Seite muss ich auch noch tätig werden. Aber alles in allem sieht das ja ganz gut aus jetzt. So, zack. Zack. Und scheiße, da kommt jetzt keiner rein oder was? Das ist ungünstig. Machen wir erstmal im Osten weiter, würde ich sagen. So, die waren leer, genau. Okay, gut. Das Hex wäre jetzt schon mal frei. Jetzt ist die Frage, was passiert hier? Das geht nicht. Kommt jetzt keiner hin, das ist tragisch. Ach, so können wir es immerhin machen. So. Dann greifen die hier an. Ja gut, was anderes kann ich jetzt momentan auch nicht machen. Die sind entweder leer oder kommen nicht dahin. Das heißt, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch das letzte Sieghex einzunehmen, während ich mich jetzt mal kurz hier strecken muss. Weil das so extrem lange gedauert hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich muss sagen, das Szenario ist und bleibt ein rotes Tuch für mich. Das war schon in meinem Testlauf so und auch jetzt. Auch wenn ich es glorreich geschafft habe, wie viele Züge hatten wir jetzt am Ende noch Zeit? Okay, 2 Züge noch, hätten wir vielleicht nicht ganz so extrem vorpreschen müssen. Wir hatten ja noch einige Einheiten am Schluss, die 10er Stärke hatten. Ja, aber was soll ich sagen? Es ist halt alles sehr gewöhnungsbedürftig, auch mit der geringen Sichtweite, dass man die Adlerie nicht vernünftig sehen kann und so weiter und so fort. Gut, wir gehen jetzt hier nach Vicksburg Harbor. Dear Sir, disregarding your success, we are forced to pull back your troops. One of the best enemy generals, General Lee, is threatening our lines in the southeast. Fortunately, we early recognized the importance of railway and the
and are therefore able to move troops for hundreds of miles very fast. We sent your corps as reinforcement of our front. Stop General Lee at any cost. So, 1. Juli 1863, Gettysburg. Dear friend, once again the best rebel general, General Lee, has penetrated far into the north of our territory. He is threatening Washington, D.C., as well as Baltimore and Philadelphia, and in addition, he is tying useful troops of us up here. Our cavalry scouts have spotted a Confederate reconnaissance unit near Gettysburg, expecting the mass of Lee's army to be close. Our troops erected provisionally defense positions around Gettysburg in the last moment. My army corps originally was intended to support the southeast, but being near the nearby chance, we have to support our comrades in Gettysburg. My men think it has been only a small enemy wreck unit, but I am sure General Lee will be here with a mass of his troops any moment. Orders, General. It is good fortune that you have been near. Strengthen immediately the front of Gettysburg with your men. This might be one of the decisive battles of a war. If we lose here, the hinterlands is wide open for Lee. If we win, we will break the neck of General Lee's army and do away with a permanent threat. Hold the West Kodori Heights at any cost. Enemy reinforcements with 2nd Confederate Corps will arrive from the west. Our reinforcements are expected from the east and later on from the south. Hold 4-3-2 victory hexes for brilliant victory, victory, tactical victory. Advice from your Orden Sergeant. Oh my god, ist das viel zu lesen. If not already done, you should definitely deliver transport for your corps infantry. We have to disburden our comrades in Gettysburg as fast as possible. It might be that that we have to give up Gettysburg for the moment and to reconquer it later. Eventually we should shorten our front line and draw back, but on the other side our positions in the mountains are very valuable, so you have to act with care. We should keep some PP in reserve if we might be necessary to refresh our troops. Draw battered troops and those without ammunition from the first line and replace them immediately. Mein Gott. Be aware of Longstreet's Confederate reinforcements in the west. You should send our troops against them first. Mein Gott. Also mehr zu lesen gibt's ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Wie sieht das aus? Fürchterlich. So, wir gucken mal. Was haben wir jetzt alles für Truppen? 5, 2, 2, 1, 1, 3, 1. Okay. Ja, schwierige Frage. Was machen wir mit dem Geld? Ich bin ein bisschen in Zeitnot, deswegen würde ich sagen, das vertagen wir auf den nächsten Part. Was wir machen, ich überlege mir das mal. Ich bin noch unentschlossen, ob ich jetzt mir vielleicht noch eine weitere so eine Pferdeartillerie kaufen soll oder einfach Überstärke auf die Heavy Artillerie. Das werden wir dann sehen. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.